Ja, genau, natürlich stehen wir im Dschungel genau vor so einem Dings. Ah, Lemuren! Genau vor so einem Hinweis. Die ganzen Treppen, die hier auch stehen, sind ja nicht aus Jux und Dollerei gebaut worden. Oh, Vater, das könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken. Ja, die sieht doch gut aus. Ein bisschen wie eine Tempelanlage. Sam, hier oben. Ich komme. Oh. Keiner zu Hause. Ihr sah's auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Wird schon gut gehen. Sam, hier lang. Ach, ja, das darf nicht wahr sein. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Hier geht's lang. Das sieht doch schon mal besser aus. Staubig. Ach, hier geht's lang. Ah, da unten ist nichts mehr. Ein Schatz oder sowas. Der gartige Grieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Sieh das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit hier. Ja, aber wo kam diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht praktische Schreiner an Bord. Und Küfer. Keine Maurer. Ich glaube auch nicht, dass ich hier rüber springen kann. Was ich für eine Kamera geben würde. Wir haben eine. Ernsthaft? Ja, ja. Auf dem Boot, bei unseren anderen Sachen. Oh, danke. Komm hier oben nicht weiter. Irgendwie nicht. Dann kommen wir auch in den Keller hier noch weiter. Dich. Da unten ist wieder nur ein Schatz, Mann. Doof. Aber naja, haben wir nochmal eine kleine Vase gefunden. Hier der Batman-Krug. Aber auch nicht das, wonach ich suche. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Suchen wir was zum Draufstellen, so wie immer. Wohl hoffentlich hinten drin irgendwo was sein. Eine Kiste, ich weiß was. Los geht's. Aufgepasst! Unten! Wir sind wieder im Geschäft. Boah. Schon alleine die Wasserspiegelung. Weißt du was? Das sieht ja aus wie echt hier unten, ja, der Boden. Vielleicht? Das musst du dir ansehen. Ich komme ja schon, keine Sorge. Mein Lieber, mein liebes Bruderherz. Und guten Abend an 6 Leute, die mittlerweile zuschauen. Wow. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan.
Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Lieber Talia. Lieber Talia! Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch, sch, sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Hier, den Moment kann man mit den... Also, ich bin sprachlos. 14. Mit mir im Paradies. Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Hier, den Ausblick kann man aber auch wirklich mal genießen. Und... Lange die hier ran gebaut haben. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Vielen Dank an mittlerweile 7 Leute, die zuschauen. Finde ich total geil. Und freut mich wirklich unheimlich. Dieser Ort, selbst ohne Schatz, ist das ein ziemlicher Fund. Schatzkammer, da oben. Hoffen wir doch mal. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es. Aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Also wie gesagt, ich kann euch auch einfach nur sagen, ich freue mich über wirklich jeden, der mit dabei ist und auch mit Spaß hier am Zuschauen hat und mit Spaß am Spiel hat. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Von unserem lieben Avery geschrieben. Ja, damit hat sich ja wohl geklärt, wer, ob das hier Libertalia ist. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Hieß so viel wie, wir halten alle zusammen. Was ja an sich eigentlich wirklich nicht schlecht ist. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Verschlossen, na klar. Ernsthaft? Wir räumen Steine aus dem Weg und alles mögliche. Aber so eine verschlossene Tür, die 8000 Jahre alt ist, hält uns auf. Ist klar. Wo kommt der Pott denn hier noch her? Der sah ja noch aus wie neu. War da unten nicht gerade irgendwas Totes? Doch, da war irgendwas Totes. Eine Kuh, nehme ich an. Sieht vom Skelett her zumindest so aus. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, die armen Pferde. Hier stimmt aber irgendwas wirklich nicht. Hier war ja auch selbst so eine Kuh, lag ja hier noch. Ah ne, das war auch ein Pferd. Was ist hier wohl passiert? Was bieten so die anderen Räumlichkeiten hier noch? Das hier war wohl eine Wein. Also, eine Biersch... Eine Kneipe. Einfach eine Kneipe. Wir haben wohl die Kneipe gefunden. Pirat bleibt eben Pirat. Hoch her. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Muss hier auch mal sein. Wenn wir mit hier schwätzen. Ich soll da hoch zum Schwätzen. Ha, ha.
üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hast du dich schon mal gefragt? Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Wie das Leben gewesen Nein, wäre. Ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Zeit zu gehen. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Aber so Gespräche sollte man halt auch einfach führen, weil sonst verpasst man viel von den Charakteren und das wäre ja eigentlich schade. Es geht ja nicht darum, husch husch schnell fertig zu sein, sondern es geht ja darum, auch was davon zu haben. Sieht aber noch gut erhalten aus, aus der Korken. Hier konnte man wohl pennen. Komm, aber sonst kommen wir hier bei der Kneipe leider nicht mehr weiter. Was haben wir denn hier noch für andere Häuser? Ich sag einfach mal, wir erkunden die mal noch. Hey Sam, sieh dir das an. Schmiede. Wer was dagegen hat, kann ja mal was schreiben. Wenn er sich ein paar Entermesser anderes wünschen würde. Gute alte Schmiedekunst. Halt, du räudiger Hund! Cool. Wie geil. Ich weiß. Das sollte nur genau. Ist das geil. Ist ein mieser Pirat. Das war ja gerade geil. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Stell dir diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Mit offenen Geschäften, mürrischen alten Piraten. Und den Geruch von Rum. Dem pausenlosen Krächzen eines Papageis in der Luft. Leute, die ihr Leben leben, weit weg vom Einfluss der Regierung. Aber uns fehlt immer noch der Schlüssel zum Öffnen von diesem einen Tor, wo wir nicht reinkommen. Weil ich nehme mal an, da kommen wir weiter. Ich weiß es zwar nicht, aber ich nehme mal an, wir kommen da weiter. Oder hoffen zumindestens. Hm.
Oh, geil. Jetzt sind wir schon 9 Leute. Ohne Scheiß, ich feier das gerade so hart. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da oben reinzukommen. Oder außen rum zu kommen. Ohne den Schlüssel. Da drüben vielleicht. Ah, da kann ich mich nicht dran festhalten. Da ist aber doch was. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Ja. Und da können wir uns schon wieder durchquetschen. Was war das denn? Gehen wir doch mal hier drüben in den Nebel. Ach, hier geht es weiter. Es ging gar nicht darum, durch die verschlossene Tür zu kommen. Ich rede, ich müsste einen Schlüssel finden. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Na? Ich habe schon gedacht, die reden von Averys Statue, aber wirklich sehen, suchen wir den alten Gesellen ja nicht so wirklich. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Ach. Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Da liegt was drin. Wie komme ich denn rein? Nur. Da oben kommt man auch rein, aber ja. Dafür müsste ich da oben irgendwie drauf kommen. Komm schon. Kann auch so schwer jetzt hier nicht mehr sein. Wo können wir denn jetzt hier weiter? Da komme ich auch nicht hoch. Hier haben wir doch eine Leiter noch. Können wir die nicht irgendwo für benutzen? Da liegt noch irgendwas am Tisch. Ein Schloss. Dann muss es doch noch irgendwas hier draußen geben, wo wir weiterkommen. Momentan irre ich hier so ein bisschen im Dunkeln rum. Hier entlang, mir nach. Da kommen wir nicht dran. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Alter. Was sind denn das hier für geheime Verstecke? Eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor?